Ich wette mit euch, dass sehr, sehr viele dieses Geräusch hier kennen. Okay, ihr habt es natürlich längst erkannt oder im Titel des YouTube-Videos gelesen. Es geht heute um Darda, um die Darda-Bahnen, um die Darda-Autos und natürlich um die darin verbauten Darda-Motoren. Die wurden entwickelt von Helmut Darda, und daher haben die Autos auch ihren Namen, im Jahre 1970. Der hatte seine Kinder beobachtet, wie die mit Matchbox-Autos gespielt haben, und hat sich gedacht, Mensch, da müsste man noch irgendwie einen Motor einbauen können. Alles, was er aber an Motoren auf dem Markt fand, hat irgendwie nicht so richtig gepasst, war zu schwach und brauchte irgendwie austauschbare Batterien, was bei kleinen Autos natürlich nicht funktionierte. Aus diesem Grund hat er sich einen eigenen Motor ausgedacht und so ein bisschen abgeschaut bei den analogen Uhren, wie man da eine Aufziehtechnik entwickelt, denn die werden ja auch aufgezogen, indem man quasi das Rädchen der Uhr in zwei Richtungen dreht, und genauso funktioniert es hier auch bei den Darda-Autos, und da wird eine Federkraft aufgebaut, die dann mit einem Schlag praktisch auf die Bahn gebracht werden kann. Ja, ab 1971 war das Ganze dann fertig entwickelt und es gab die ersten Darda-Autos. Man hat dann aber noch Bahnen dazu entwickelt, hier diese Darda-Bahnen, und das Ganze 1975 auf der Nürnberger Spielewarenmesse vorgestellt. Und da schlug das Darda-System dann ein wie eine Bombe und startete seinen Siegeszug durch die Kinderzimmer der Welt. Denn das Produkt wurde weltweit vertrieben und war auch weltweit sehr beliebt. Ja, und es gab auch einige prominente Situationen für die Darda-Autos. Zum Beispiel 1984, da brauchte man für den Nobelpreis damals ein Experiment, wo dünne Leiterbahnen verlegt werden mussten in Rohren. Und das hat man gemacht, indem man Darda-Autos durch diese Bahnen geschickt hat. Und das hat auch so gut funktioniert, dass es am Ende für den Nobelpreis gereicht hatte. 1985 dagegen nahm die NASA die Darda-Autos mit in den Weltraum im Space Shuttle und zeigte die dort in ihrer Serie Toys in Space. 1984 übrigens wurde auch ein Patent angemeldet, aber nur ein ganz kleines Patent, nur für ein Jahr. Ich weiß nicht ganz genau, was die Umstände waren. Ich nehme mal an, man wollte einfach nur das irgendwie mal festhalten, dass man da quasi diesen Motor entwickelt hatte und diese Autos entwickelt hatte. Ja, 1992 ging es dann leider bergab mit Darda. Die Umsätze waren nicht mehr ganz so gut und man entschied sich, die Firma zu verkaufen. Das ist natürlich immer sowas, was nicht so richtig funktioniert. Die Firma wurde dann quasi um die Welt gereicht. Die Produktion wanderte nach China ab und damit sank die Qualität der Darda-Autos und der Motoren leider extrem. Ja, und mittlerweile ist Darda, ich glaube, seit 2014 oder so, ist Darda wieder hier in Deutschland angekommen. Es hat eine deutsche Vertriebsfirma die Markenrechte gekauft. Aber ja, mit dem Abschwung in den 1990er Jahren sind die Autos und Bahnen fast vollständig vom Markt verschwunden, haben nur noch einen sehr kleinen Anteil. Soweit ein kurzer geschichtlicher Überblick über die Darda-Autos und Darda-Bahnen. Das ist aber natürlich das Uninteressanteste dran. Das Interessante, das ist hier die Bahn selber und die Autos, und da bauen wir jetzt mal. Los geht's! Damit die lieben Kleinen beim Spielen direkt alles zusammen hatten, gab es verschiedene Sets von Darda. Und eines, eigentlich so das bekannte und auch wichtigste Set, das ist das Darda Super Racing Set gewesen, wo eine ganze Menge schon mit drin war. Ich lese mal vor hier auf der Verpackung, kann man es an der Seite lesen. Zwei Darda-Rennautos, zwei Steilkurven, zwei Bodenplatten, vier Loopings, eine Start-Zielbox, 12 Schienen, a 35 cm, zwei Schienen, a 17,5 cm, 8 Looping-Verbinder und 16 Schienenverbinder. Was sich dahinter verbirgt, das zeige ich euch jetzt. Wir packen hier mal aus und ich hole das Ganze mal raus, was hier drin ist. Zunächst mal, wie angesprochen, waren zwei Autos drin. Dann gab es jede Menge hier dieser Schienen, die in unterschiedlichen Farben quasi so eine Art
Bahn bildeten, die man zusammenbauen musste. Hier in unterschiedlichen Farben, 3 grüne, 3 rote, 3 blaue und 3 gelbe. Dann gab es die bereits angesprochenen Loopings. Hier 2 gelbe, 2 rote Loopings, 2 blaue und 2 grüne Loopings. Außerdem war mit da dran die 2 Steilkurven, das sind diese hier, die stecken im Moment zusammen. So sehen die aus. Die haben wir auch noch hier drin in diesem Set. Es gab noch 2 kleine Teilstücke, Bahnstücke. Es gab diese Start- und Zielbox, die sehr interessant war. Denn hiermit konnte man die Autos quasi festspannen und dann per Knopfdruck starten lassen. Hier war auch eine Fahne noch mit dabei, so eine Start-Ziel-Fahne. Die ist leider abgebrochen, sodass ich euch das hier nicht mehr zeigen kann. Und es gab hier natürlich Bodenplatten, 2 große Bodenplatten, wo man alles Mögliche dran festmachen konnte. Vor allen Dingen die Loopings zum Beispiel. Ja, und dann gab es eben hier drin noch, ich schütze einfach mal aus, also gab es eben noch diese Verbinder, das waren solche Stecksysteme hier. Die gab es zum einen in so runder Form für die Loopings, die wurden damit zusammengesteckt. Und es gab eben diese glatten Verbinder, damit wurden die Streckenabschnitte zusammengesteckt. Ja, und ich würde sagen, wir stecken einfach mal was zusammen und bauen mal so eine kleine Bahn hier zusammen. Ich mache einfach 2 gelbe hier mal zusammen und setze dann hier quasi eine Steilkurve dran, damit wir das auch alles hier auf die Kamera bekommen. So, dann muss das hier eingesetzt werden und das wiederum hier. So, okay. Und auf der anderen Seite müssen wir das jetzt natürlich wiederholen. Hier auch quasi eine Kurve reinsetzen. Es wird zu klein hier. Ich sehe es schon kommen. Wir müssen anbauen hier im Studio. So, ich lege die Loopings mal noch ein bisschen zur Seite. Und dann gucken wir jetzt, dass wir das hier alles so einigermaßen drauf bekommen. Okay, jetzt machen wir hier noch eine rote Strecke dran. Vielleicht können wir auch noch diese Start-Ziel-Box da drin verbauen. Muss ich mal schauen, ob das irgendwie geht. So. Und dann hier diese Start-Ziel-Box, die setze ich jetzt einfach mal so dran. Ihr seht, die war hier für 2 Autos auch gleich ausgelegt, sodass man hier auch quasi Wettrennen fahren konnte mit den Darda-Autos. Wer sein Auto am besten geschmiert hatte, der hat dann quasi gewonnen. So, das müsste passen. Jetzt hier noch das Ding dran. Okay, einmal. Und zu guter Letzt das Ganze noch hier festmachen. Das ebenfalls nochmal ein Verbinder rein. Und dann haben wir schon eine ganz einfache Bahn zusammengesteckt. Okay, so. Und jetzt müssen wir nur noch das Auto nehmen und auf die Bahn setzen. Und dann kann es losgehen. Okay, ich guck mal, dass wir zumindest die Start-Ziel-Position und hier die eine Kurve hier mit drauf bekommen. Dass ihr seht, wie das Auto um die Kurve flitzt. Ich ziehe auf. Okay, reinsetzen hier, bereit und dann halt, ich glaube, ich habe es schon verkackt, nochmal neu, so reinsetzen und los. Okay, das war noch nicht wirklich gut, da müssen wir noch dran arbeiten. Ich versuche das jetzt hier einfach mal ohne dieses Start- und Stopp-Modul, das erscheint mir hier eher so ein bisschen störend zu sein. Wir setzen da einfach mal ein rotes Stück rein, dieses Start-Stopp-Modul raus und dann können wir hier die Autos flitzen lassen. Vielleicht ist aber auch der andere Wagen noch besser im Schuss. Ich weiß das gar nicht mehr. So, also wir probieren es nochmal. Okay, sieht gut aus. Auf die Plätze, fertig. Ja, ist schon etwas besser. Wir probieren mal den Buggy, ob der besser ist. Okay. Jo, der kommt deutlich weiter. Der ist noch etwas besser in Schuss, meiner Meinung nach. So. Jo. Okay, jetzt wird es Zeit, noch ein Looping zu bauen und mal zu schauen, dass die auch ein Looping hinbekommen. Los geht's. Okay, die erste Looping-Strecke habe ich hier mal aufgebaut. Ein relativ einfacher Looping. Wir fahren einmal hier eine Kurve, beschleunigen dann hier nochmal so richtig, gehen durch den Looping durch, hierhin zurück, nochmal eine Kurve und hier in die Start-Ziel-Box, wo er dann hoffentlich anhält. Ich starte mal einfach hier mit dem Buggy. Den setzen wir jetzt mal als allererstes auf die Bahn drauf. Okay, und schauen wir mal. Jawohl,
Hey, hier geblieben. Gut, also er hat den Looping gepackt. Es war aber grenzwertig. Vielleicht sollte ich den Motor dann nur mal so ein bisschen ölen, wer weiß, oder mal richtig sauber machen. Wir probieren mal den anderen hier. Den blauen, der ist vielleicht etwas windschnittiger. Vielleicht klappt der ja auch noch. Jo, okay, der erscheint mir hier etwas schneller sogar noch zu sein. Gut, das heißt, wir können noch eine Schippe drauflegen. Und ich baue hier gerade mal den Looping um zu einem Doppellooping. Das ist relativ einfach. Wir setzen einfach hier noch ein weitere Looping dazu. Einmal hier dran schieben, einmal hier dran schieben auf die Grundplatte. So, und dann setzen wir hier das Ende hin und dann gucken wir mal, ob der blaue auch zwei Loopings schafft. So, okay, und los. Jawohl. Okay, das war der Doppellooping. Auch den hat der Blaue geschafft. Jetzt probieren wir mal nochmal schnell was anderes aus. So, zum Abschluss habe ich nochmal eine Doppellooping-Bahn hier gebaut. Allerdings jetzt mit einem 90-Grad-Winkel drin. Das heißt, wir gehen hier erst in den Looping rein, gleichzeitig eine 90-Grad-Drehung, hier dann in den nächsten Looping und hier wieder runter. Und dann hier auf der anderen Seite noch so eine Steilkurve. Ja, ich habe auch mittlerweile den Buggy mal so ein bisschen gefixt. Das kann ich euch gleich schon mal vielleicht noch mit auf den Weg geben. Wenn ihr die pflegen wollt, solltet ihr die auseinanderbauen. Wie das geht, zeige ich euch aber vielleicht mal in einem separaten Video. Und dann ordentlich sauber machen. Das ist so das Erste, was man machen sollte. Und das Zweite ist dann ein bisschen was an Öl reintun oder, das nutze ich gerne, Silikon-Gleitspray hier von Nigrin. Bisschen da reingeben, dann läuft das Ganze wieder super sauber. Und wie, das zeige ich euch jetzt. Wir starten zunächst mal hier mit dem Blauen. Den setze ich mal als allererstes hier auf die Bahn und lasse den mal in die Steilkurve rein und dann durch den Doppellooping. Oh, es verunglückt. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht doch lieber andersrum. Nochmal hier lang, diese Strecke. Wow, yo. So, das hat schon besser geklappt. Und ich setze auch den Buggy nochmal drauf hier. Der ist jetzt mit ein bisschen mehr Power versehen. Auch den lassen wir hier nochmal durch den Doppellooping blitzen. Boah, der schafft ihn sogar fast zum zweiten Mal. Echt nicht schlecht. Der geht ja wirklich gut ab hier. Vielleicht direkt nochmal hier gucken. Joa. Fast. Okay, ja, soweit mein Video hier zum Thema Darda-Bahn und Darda-Autos und Darda-Motoren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Falls ja, dann schreibt mir doch hier unten in die Kommentare rein, ob ihr auch eine Darda-Bahn hattet oder vielleicht sogar noch habt und damit genauso spielt wie ich jetzt hier gerade. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, das würde mich echt freuen. Empfehlt mich weiter, damit wir hier gemeinsam weiter wachsen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und auch auf die Glocke zu drücken, damit ihr die kommenden Videos von mir hier nicht verpasst. Zum Abschluss wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. So, und jetzt drehe ich aber noch ein paar Runden.